Das Grauen des Krieges. Heute wie damals Geißel der Menschheit. Die Waffen der Moderne sind computergesteuerte Hightech-Geräte. Doch warum werden ganz normale Männer zu Massenmördern, auch an Zivilisten? Soldaten sind dafür da, dass sie Gewalt gebrauchen. Und sie werden auch dafür ausgebildet und sie betrachten das auch als ihre Aufgabe. Warum wird in jedem Krieg auch Jagd auf Frauen und Kinder gemacht? Mordbereitschaft im Krieg. Auch diejenigen ins Visier zu nehmen, die keine Kombattanten sind. Diese Bereitschaft, diese Brutalisierung, diese Selbstbrutalisierung hat sehr, sehr viele Ursachen. 1941 überfielen die Deutschen die Sowjetunion. Es kam zu bestialischen Verbrechen. Was setzt bei Soldaten Mordlust frei? Sehr viele Menschen haben einen sehr großen Spaß daran, Gewalt anzuwenden, das zu tun. Vor allem Frauen werden Opfer solcher Exzesse. Sexuelle Gewalt wurde Mitte des 20. Jahrhunderts als normaler, quasi unvermeidlicher Teil des Krieges gesehen. Im Krieg bricht das Dunkelste im Menschen hervor. Extreme Gewalt gegen Zivilbevölkerung, extreme Gewalt gegen Gegner, Exzesse oder ritualisierte Gewalt, alles dieses findet in allen modernen Kriegen statt. Dennoch gibt es ihn bis heute, den Mythos vom sauberen Krieg. Der Zweite Weltkrieg währt bereits knapp 2 Jahre, als sein blutigstes Kapitel anbricht. Am 22. Juni 1941 überschreitet die deutsche Wehrmacht die Grenzen der Sowjetunion und beginnt einen verbrecherischen Krieg, der Millionen Opfer kosten wird. Das Unternehmen Barbarossa ist das größte militärische Unternehmen in der deutschen Militärgeschichte. Es ist angetrieben von einer Selbstüberschätzung, von einem Größenwahn. Es ist eine verbrecherische Planung, nicht nur im Hinblick eben auf die Massenverbrechen, die damit initiiert werden, sondern eben auch, weil es ein Unternehmen ist, das von der verantwortlichen militärischen Führung waghalsig, verantwortungslos, alternativlos angelegt worden ist. Es sei der Beginn des schicksalhaften Kampfes um den Lebensraum im Osten, verkündet ihr Führer. Doch der Blitzsieg bleibt aus. Die Wehrmacht erlebt eine Niederlage nach der anderen. Die Frustration der Soldaten entlädt sich in Folter, Mord und Massakern. Die Extremsituation Krieg lässt viele Männer Menschlichkeit und Moral verlieren. Mit dem ersten Tag des Unternehmens Barbarossa, mit dem 22. Juni 1941, beginnt die Wehrmacht, aber auch die Rote Armee, einen Krieg jenseits der Genfer Konvention und der Haager Landkriegsordnung zu führen. Und gerade der Anfang des Unternehmens Barbarossa, der Juli 1941, ist eine Phase, wo wir eine Gewalteruption ungeahnten Ausmaßes haben, wo Deutsche zigtausende sowjetische Soldaten, die sich ergeben, noch in der Frontlinie umbringen und Gleiches wahrscheinlich auf anderer Seite. Auch deutsche Gefangene werden also in Gruppen bis zu 200, wenn sie sich gefangen geben, von der Roten Armee umgebracht. Der von den Nationalsozialisten angezettelte Vernichtungskrieg in der Sowjetunion kostet allein 11 Millionen Soldaten das Leben und begründet ein deutsches Trauma. Schließlich wendet sich der Blitzkrieg gegen die Deutschen. 1945 ist die Rote Armee vor den Toren Berlins angekommen und legt das Dritte Reich in Schutt und Asche. Auch andere Feldzüge führten von der Euphorie ins Gemetzel. Als die USA 1950 in den Koreakrieg eingreifen, setzen die Luftstreitkräfte erstmals Napalm als flächendeckende Brandmunition gegen feindliches Territorium ein. 70.000 Tonnen werfen sie über Korea ab. Die Bevölkerung erleidet ungeheure Verluste. 3 Millionen Zivilisten sterben. Seit 1965 intervenieren die Vereinigten Staaten auch offiziell in Vietnam, in eigenem Interesse. Im Kalten Krieg wird das Schicksal der Menschen einmal mehr zum Spielball zwischen den Fronten. Die GIs kämpfen gegen einen unberechenbaren Gegner. In der grünen Hölle wird jeder zum Feind, ob Zivilist oder nicht. Immer wieder kommt es zu Massakern. Man hat nicht die leiseste Vorstellung, in welches Land man kommt, welchem Gegner man dort
begegnen wird, unter welchen klimatischen Bedingungen man operieren wird. Man kam im Grunde genommen in ein völlig fremdes und deshalb auch bedrohliches Terrain. Es war eine sehr merkwürdige Mischung aus Verängstigung einerseits, aus der Konfrontation mit dem Unverstandenen, mit dem Neuen und andererseits mit dieser Hybris, Teil einer Militärmaschinerie zu sein, die unbezwingbar ist. Auch im Irak überschätzen die US-Truppen die eigene Stärke. Angetreten mit der Absicht, in einem schnellen Schlag einen verbrecherischen Diktator zu stürzen, finden sich die Soldaten bald in einem nicht enden wollenden Gemetzel wieder. Angst und Frustration entladen sich in extremer Gewalt. Der Krieg gegen das Terrornetzwerk Al-Qaida, den unsichtbaren Gegner in Afghanistan, währt bereits 10 Jahre. Osama bin Laden ist unschädlich gemacht. Doch der Kampf am Hindukusch geht weiter. Nach offiziellen Angaben der Bundeswehr macht der Krieg gegen die Taliban nicht einmal 1% der deutschen Soldaten seelisch krank. 10 Sekunden! Noch ein. Wenn man heute Soldaten hat, die in Afghanistan sind, die sind vorher schon in anderen Ländern gewesen. Die sind auch auf solche Dinge sozial, kulturell, aber auch von Schulungen her vorbereitet. Ein junger Gefreiter im Zweiten Weltkrieg ist nicht darauf vorbereitet, wie es in anderen Ländern aussieht. Sonntag, 22. Juni 1941. Im Morgengrauen überschreiten deutsche Soldaten die Grenzen der Sowjetunion. Der Krieg, den sie beginnen, ist ein Überfall, ohne Kriegserklärung. Die Soldaten sind zuversichtlicher Stimmung. Seit 22 Monaten führen sie bereits Krieg in Europa, stets begleitet von schnellen Siegen. Den Blitzkrieg haben sie bisher äußerst erfolgreich praktiziert. Teils wehren sie sich erbittert, teils ergeben sich die sowjetischen Soldaten schnell. Vom ersten Tag an machen die Deutschen tausende Kriegsgefangene. Zugleich bewegen sich Millionen Wehrmachtssoldaten in Gewaltmärschen rasch nach Osten. Noch herrscht Siegesgewissheit. Die Befehle werden bekannt gegeben. Das ist der Moment in der Nacht vom 21. auf 22. Juni 1941, wo die meisten Soldaten, die einfachen Mannschaftssoldaten, auch die Offiziere, die unteren Offiziere überhaupt zum ersten Mal erfahren haben, um was es überhaupt geht. Und da ist einem dann natürlich klar geworden, dass hier ein Krieg bevorsteht gegen ein riesiges Land. Aber die Erwartung in diesem Moment war sicherlich, es wird ein Blitzkrieg werden. Wir haben ganz Europa besiegt. Wir sind die stärkste Armee der Welt. Wir beherrschen unsere Waffen so gut. Wir sind so gute Soldaten. Und in wenigen Wochen stehen wir in Moskau und spätestens Weihnachten sind wir wieder zu Hause. So lautet auch der Tenor der Wochenschauen aus dem Ministerium von Josef Goebbels, der in diesen ersten Tagen des Krieges alle Register der perfekten Propaganda zieht. Die Wehrmacht könne den Koloss auf tönernen Füßen mit einem Schlag zerschmettern. Durch einen dummen Zufall der Geschichte, so notiert Goebbels in sein Tagebuch, ist dieser 22. Juni ein Tag von Symbolik. Genau 129 Jahre zuvor war Napoleon mit seiner Armee in Russland einmarschiert. Dem Propagandaminister gelingt es, den Überfall auf das Nachbarland als Rettungsschlag gegen einen drohenden Angriff aus dem Osten hinzustellen. Ganz entscheidend ist ja auch für das Bild von dem Unternehmen, was die Soldaten haben, ist ja die Vorstellung, wir führen hier eigentlich einen Verteidigungskrieg. Also so grotesk das für uns heute anmutet, aber diese Propagandaformel vom Präventivkrieg, wir müssen da ja eigentlich rein, weil sonst kommen die Russen zu uns. Das wird schon allgemein so geglaubt, auch deshalb, weil die Rote Armee ja tatsächlich sehr nah am Grenzgebiet aufmarschiert ist. Also die Vorstellung ist, wenn der Gegner angreift, schlagen wir sofort zurück. Und damit festigt sich auch dieses Bild. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Rote Armee ist zwar in höchster Alarmbereitschaft, doch keinesfalls angriffsbereit. Die Divisionen, die teilweise nur über 60-80% ihrer Soldstärke verfügen, werden schnell überrannt.
Aufgeteilt in drei Heeresgruppen stößt die Wehrmacht weiter in Richtung Nordosten, Osten und Südosten vor und kann schnell große Raumgewinne verzeichnen. In der Berliner Reichskanzlei hat Adolf Hitler bis in die Morgenstunden seine Kriegserklärung diktiert. Die Deutschen hören die Proklamation ihres Führers aus dem Radio, verlesen von Propagandaminister Joseph Goebbels. Deutsches Volk, in diesem Außenminister Ribbentrop rechtfertigt den Angriff vor der Presse als Verteidigungsmaßnahme. In Wahrheit steckt ein lange gehegtes Kalkül dahinter. Dieser Eroberungs-Vernichtungskrieg, das ist ja praktisch Hitlers ganz alter Traum, seit dem Beginn der 20er Jahre, diese Idee vom Lebensraum im Osten. Bei Hitler ist es eben so, dass sich das praktisch diese ideologische Komponente dann mit der strategischen Komponente verschmilzt. Also die Vorstellung, man erobert sich hier eine deutsche Machtbasis für die endgültige Auseinandersetzung mit Großbritannien und mit den USA. Also es sind im Grunde diese zwei Komponenten immer, aber der erste Schritt ist die Ideologie, das ist ganz entscheidend. Etwa 22 Wochen, so glaubt der Diktator, werde der Feldzug dauern. Seine Generale gehen sogar von nur 8 bis 17 Wochen aus. Quantitativ wie qualitativ und natürlich aufgrund der Kriegserfahrung glaubte man sich der Roten Armee weit überlegen. Man war davon überzeugt, dass die russische Armee nicht in der Lage ist, eine bewegliche Operationsführung zu organisieren, den Kampf der verbundenen Waffen und so weiter. Also dass einfach militärwissenschaftlich der deutsche Generalstab eben von sich annahm und wohl auch annehmen konnte zu dem Zeitpunkt, sozusagen die beste Erfahrung zu haben, die höchste Qualität zu verkörpern. Seinen Gegenspieler Josef Stalin schätzt Hitler hingegen als ernstzunehmenden Gegner ein. Der sowjetische Diktator sei ein kluger Kopf, ein Bluthund, dessen Blutregiment des Bolschewismus baldmöglichst niedergeschlagen werden müsse. Die Rote Armee ist jedoch nach den sogenannten Säuberungen Mitte der 30er Jahre nur bedingt einsatzbereit. Stalin hatte im Zuge dieser Säuberungsaktionen fast die gesamte Militär- und Parteiführung ermorden lassen, um seine Alleinherrschaft zu sichern. Bündnisse mit England und Frankreich hatte er abgelehnt. Nun steht der Diktator allein gegen Hitler. Stalin war überzeugt, Briten und Franzosen seien nicht in der Lage, Hitler zu besiegen. Er hatte sehr wenig Vertrauen zu den Westalliierten. Außerdem wusste er, dass sich die Sowjetunion nach seinem Aderlass der Roten Armee in einem äußerst verwundbaren Zustand befand. Dies war nicht der Moment, sich Hitler vorzunehmen. 1942 würden sie vielleicht soweit sein, aber sicherlich nicht jetzt. Anfang Dezember 1940 betritt der Diktator den Berliner Sportpalast für eine Rede vor einem Jahrgang von Offiziersanwärtern. Seit Wochen arbeitet er bereits konkret an einem Entwurf für einen Krieg gegen die Sowjetunion. Seine Generale hat er schon lange über die Unvermeidbarkeit des Angriffs aufgeklärt. Ein Sieg im Osten würde Deutschlands Position auf dem Kontinent stärken und es nahezu unangreifbar machen. Der Diktator schwört die jungen Männer auf Krieg ein. In seiner Rede wies der Führer die jungen Soldaten auf ihre Pflichten und Aufgaben in der nationalsozialistischen Wehrmacht hin. Sie können gewiss sein, wo immer ein deutscher Offizier im Kampfe steht, werden stets deutsche Musketiere um ihn sein. In der Schliefenkaserne bei Berlin werden im Winter 1940-41 Rekruten gedrillt. Zwar ist die Wehrpflicht wieder eingeführt worden,
Doch viele Männer melden sich freiwillig zum Dienst. Schon bald werden die jungen Soldaten ihren ersten Einsatzbefehl erhalten. Ihr oberster Feldherr plant einen verbrecherischen Krieg. Am 30. März beordert Hitler die Führungsstäbe der Wehrmacht zu sich. Hitler hat an diesem Tag die höchste Generalität in die Reichskanzlei zu sich gebeten, um ihr zu erläutern, welche Art von Krieg er gegen die Sowjetunion führen möchte. Und die Botschaft war klar, dieser Krieg sollte rücksichtslos geführt werden. Er war ein außergewöhnlicher Krieg, er war ein ungewöhnlicher Krieg. Er wurde zu dem Ziel geführt, eine gegnerische Ideologie auszuschalten und einen gegnerischen Staat zu vernichten, nämlich Russland, eine Großmacht zu vernichten, eine Großmacht, die als große Bedrohung auch empfunden wurde. Und dieser außergewöhnliche Krieg sollte mit außergewöhnlichen Mitteln geführt werden. Und das war auch die Botschaft Hitlers an die Generäle: Führt diesen Krieg mit außergewöhnlichen Mitteln, stellt eure Bedenken zurück. Führt ihn rücksichtslos, führt ihn mit allen Mitteln, die zum Erfolg führen, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Und diesen Freibrief haben die Generäle auch als Freibrief empfunden und demnach gehandelt. Zur Durchsetzung von Hitlers barbarischen Kriegsvorstellungen wird auch das Reservepolizeibataillon 102 abkommandiert. Die Truppe verlässt Hamburg mit einem Marschbefehl nach Osten, um sich auf ihre Aufgaben im Krieg vorzubereiten. Die deutsche Polizei soll den Einsatzgruppen der SS beim Völkermord zur Hand gehen. In ganz Europa sind die während des Krieges rasch aufgestellten Polizeibataillone inzwischen Exekutoren der deutschen Besatzung. Im besetzten Polen und in Russland werden sie Zehntausende erschießen oder in Konzentrationslager verschleppen. Allein die von der Ordnungspolizei gestellten Bataillone werden bis Kriegsende Hunderttausende Menschen in Europa ermorden. Als die Generale am 20. April ihrem Führer zum 52. Geburtstag gratulieren, sind die Vorbereitungen für den Krieg gegen die Sowjetunion bereits nahezu abgeschlossen. Gegen Hitlers Vernichtungspläne erhebt keiner von ihnen Einspruch. Wenn wir an die Wehrmachtführung denken, dann finden wir jene, die nicht unempfänglich gewesen sind für Parolen, die doch so vertraut klangen. Kampf der Germanen gegen die Slawen. Die Vernichtung des Bolschewismus. Und insofern ist das also mindestens ein Wegschauen, ist ein billigend in Kauf nehmen, ein Hoffen, es wird schon nicht so schlimm kommen. Aber sicherlich auch geprägt von einer Vorstellung, dass Osteuropa eben hinsichtlich seiner kulturellen, seiner nationalen Zusammensetzung, seiner rassischen Zusammensetzung, dass der Kampf gegen den Kommunismus eben auch mit härteren Bandagen gewissermaßen zu führen ist. Die deutsche Bevölkerung ahnt von solchen Plänen zunächst nichts. In der Stuttgarter Stiftskirche heiratet Hans Hutt seine Verlobte Susanne. Am 21. Juni 1941 bricht das Paar vom Bahnhof auf zur Hochzeitsreise nach Velden in Kärnten. Hans ist vom Wehrdienst freigestellt worden. Im Schlosshotel am Wörthersee verbringen die beiden unbeschwerte Sommertage. Sie wissen nicht, dass in wenigen Stunden ein verheerender Krieg ausbrechen soll. Am Morgen des 22. Juni 1941 hören deutsche Soldaten in Uschkulmen im ostpreußischen Memelland die Erklärung ihres Führers zum gerade begonnenen Angriff auf die Sowjetunion. Die Stunde ist jetzt gekommen, schreibt ein 20-jähriger Soldat an seine Eltern. Ich bin guter Dinge, so wie alle meine Kameraden. Endlich kann ich nun auch einmal mit dabei sein. Bin wirklich stolz drauf, also nicht unnötig aufregen. Einer der Männer hält den Moment im Foto fest.
Petra Bopp ist Expertin auf dem Gebiet solcher privater Blicke auf den Krieg. Sie hat eine umfangreiche Sammlung von Fotografien zusammengetragen. Auch speziell für Soldaten vorgedruckte Kriegsalben hat sie untersucht. Die vorgefertigten Fotobücher sind stets nach demselben Muster angelegt. Aus ihnen spricht vielfach die zu Kriegsbeginn herrschende Euphorie. Dieser Soldat Friedrich Bilges beginnt sein Album mit den durchaus auch typischen und üblichen Fotos der Vereidigung, der Kaserne, der Truppenaufmärsche. Das so fängt nahezu jedes Kriegsalbum 1939-40 an. Bilges lässt sich stolz zur erfolgreichen Musterung fotografieren. Wie viele andere Wehrmachtssoldaten benutzt Bilges ein vorgefertigtes Album für seine Kriegserinnerungen. Das von den NS-Strukturen angelegte Muster ist propagandistisches Kalkül. Subtil formt es den Blick der Soldaten auf den Krieg. Interessant ist das zweite Album von ihm, wofür er ein ganz normales, übliches Familienalbum verwendet, so wie man sie überall kaufen konnte, nämlich diese textilen Einbände, was jetzt nicht direkt auf den Kriegszusammenhang schließen lässt. Aber er macht hier im Innern eine sehr genaue Anordnung und Typisierung seiner gesamten Fotos. Er hat fotografiert vom Einmarsch in die Sowjetunion, dem Überfall auf die Sowjetunion, Juni 41 bis Oktober 41, als er verwundet wurde. Wunderbar ist der Morgen des 22. Juni, schreibt Bilges über die ersten Stunden des Krieges. Noch liegt die Zivilbevölkerung in Ruhe, noch ahnt sie nichts von dem ereignisreichen Tag, der vor einigen Stunden angebrochen ist. Auf der anderen Seite der Grenze, in der Nähe von Leningrad, befindet sich ein sowjetisches Bataillon an diesem Morgen zufällig in einem Manöver. Verblüfft erfahren die Soldaten der Roten Armee über eine von ihren Kommandeuren verlesene Mitteilung von dem Angriff, der in diesem Augenblick gegen ihr Land im Gange ist. Sie erhalten den Befehl zum unverzüglichen Abmarsch an die Front. In Moskau müssen die entsetzten Sowjetbürger am 22. Juni aus der Zeitung vom Kriegsbeginn erfahren. Von Stalin hören sie in den ersten Wochen nach dem Überfall nichts. Stalin war von jedermann gewarnt worden. Seinem militärischen Geheimdienst, Agenten in Deutschland, den Amerikanern. Er hatte über 80 Warnungen erhalten. Sogar Churchill hat ihn vor der drohenden Attacke gewarnt. Stalin war überzeugt, es handele sich um eine englische Verschwörung, um ihn in einen Krieg mit Deutschland zu verwickeln. Er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er weigerte sich, die Meldungen von dem Überfall zur Kenntnis zu nehmen und sagte: Das sind nur einige aufständische Generale, die versuchen, einen Krieg zu provozieren. Das ist niemals Hitlers Idee. Er war fest davon überzeugt, Hitler würde nur taktieren und nicht wirklich einen Krieg anfangen. Daher verweigerte er den Grenztruppen zunächst die Erlaubnis, zurückzuschlagen. Er verstand einfach nicht, wie das Nazi-System funktionierte. Und das war eine sehr gefährliche Fehleinschätzung dieser Situation. Der Roten Armee fehlen erfahrene Befehlshaber. Nur schleppend kommt die Mobilisierung in Gang. Stalin überlässt es seinem Stellvertreter Wjatscheslaw Molotow, die Bevölkerung über den Angriff der Deutschen zu informieren. Auch Gerd Brüggelmann aus Paderborn erhält in diesen Tagen seinen Marschbefehl. Ein Jahr zuvor ist sein einziger Bruder in Frankreich gefallen. Als letzter Sohn seiner Familie wird er nicht den kämpfenden Truppen zugeteilt, sondern mit der Führung eines Verpflegungstrosses betraut. Am 26. Juni bricht der junge Leutnant zusammen mit der 1. Abteilung des Panzerregiments 27 in die Sowjetunion auf. Eine 16 mm Aqua-Kamera immer griffbereit. Noch sind die Soldaten guter Dinge.
Nach den Erfahrungen mit den Blitzkriegen oder Blumenkriegen haben Sie sicher nicht erwartet, in Situationen zu kommen, wie sie dann tatsächlich passiert sind. Sie haben auch nicht erwartet, dass der Vormarsch schnell stocken würde. Und Sie haben nicht erwartet, dass Sie jahrelang mit einem Krieg bislang ungekannter Härte konfrontiert werden würden. Auch die jungen US-Amerikaner, die im Oktober 1965 mit dem Ziel Vietnam an Bord gehen, sind sorgloser Stimmung. Höchstens ein paar Wochen werde der Krieg gegen den südostasiatischen Gegner dauern. Davon sind die GIs überzeugt. Kaum einer von ihnen hat je den Krieg gesehen. Die GIs haben keine Ahnung von dem Albtraum, der sie im Dschungel Südostasiens erwartet. Für sie beginnt die Fahrt in die grüne Hölle wie eine Abenteuerreise. Die Soldaten, die in diesen Tagen in Vietnam an Land gehen, sind siegesgewiss. Es war eine Armee, die von sich selbst sehr überzeugt war. Es war überhaupt nicht vorstellbar in deren Horizont, dass die US Army einem Gegner begegnen würde, der ihnen auf längere Zeit nennenswerten Widerstand leistet. Die Generation der jungen Soldaten, die damals eingezogen worden sind, die waren aufgewachsen in den 50er Jahren in einer Welt, die ein amerikanischer Historiker einmal mit dem Begriff der Victory Culture belegt hat. Victory Culture soll heißen, wir sind nicht nur zum Siegen verpflichtet, sondern wir sind als Sieger geboren. Uns kann niemand am Zeug flicken. Wir vertreten die Weltmacht Nummer 1. Wir sind im Zweifelsfall diejenigen, die auch Atomwaffen einsetzen können, die ultimative Waffe, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Mit diesem Selbstbewusstsein einerseits ging man in diesen Krieg und andererseits mit einer kaum mehr zu überbietenden, im Rückblick immer wieder schockierenden Naivität. Wie die Mehrheit der Amerikaner glauben auch die meisten GIs, allein der Anblick der hervorragend ausgerüsteten US-Soldaten werde die gegnerischen Truppen in Angst und Schrecken versetzen. Doch die Männer sind jung und unerfahren. Bis zu Vietnam galt für die amerikanische Armee das Prinzip des Civil Soldier. Alle Altersgruppen, alle waffenfähigen Altersgruppen, also bis ungefähr 30 Jahre, 35 Jahre, alle sozialen Schichten sollten in dieser Armee repräsentiert sein. Das war im Ersten Weltkrieg so, das war insbesondere im Zweiten Weltkrieg so und das war auch in Korea so. In Vietnam hat sich das radikal geändert. Es waren die Ärmsten der Armen und die Jüngsten der Jungen. Der Altersdurchschnitt dieser Armee lag bei knapp 21 Jahren, der Durchschnitt. Das heißt, es waren sehr viele 18-Jährige, teilweise auch 17-Jährige dabei. Und damit lag dieser Altersdurchschnitt um 5 bis 6 Jahre unter dem Altersdurchschnitt der Armee des Zweiten Weltkrieges. Inszenierte Propagandabilder zeigen, wie die Vereinigten Staaten ihre Truppen am liebsten sehen, im Einsatz für die Freiheit, Seite an Seite mit dem unterdrückten Volk. Viele der jungen Soldaten schenken den Behauptungen ihrer Regierung Glauben. Doch wie so oft steckt strategisches Kalkül dahinter. Der Zwischenfall, den die USA zum Vorwand für den Kriegseintritt in Vietnam genutzt haben, ist vom Pentagon gezielt fingiert worden. Auch dem von der US-Regierung als Operation Iraqi Freedom bezeichneten Krieg geht eine gigantische Propagandaschlacht voraus. Am 20. März 2003 beginnt das Bombardement, begründet mit einer Lüge und unter Missachtung des Völkerrechts. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Husseins ability to wage war. Mit missionarischem Eifer sagt George W. Bush dem Irak den Kampf an. Ein Feldzug im Namen von Freiheit und Demokratie. Der amerikanischen Regierung gelingt es, den Krieg als legitime Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September hinzustellen. Nach wenigen Wochen rücken die US-Truppen fast kampflos in Bagdad ein. Einige Tage später kontrollieren sie viele der größeren Städte.
Die Meldungen von großen militärischen Erfolgen erweisen sich als voreilig. Die Eroberung Bagdads ist nur die Eröffnungsschlacht eines jahrelangen Krieges. Doch die USA feiern bereits den Sieg. Besonders George W. Bush, der erstmals zum irakischen Fernsehvolk spricht. This is George W. Bush, the President of the United States. At this moment, the regime of Saddam Hussein is being removed from power. And a long era of fear and cruelty is ending. American and coalition forces are now operating inside Baghdad. And we will not stop until Saddam's corrupt gang is gone. Doch die US-Truppen sind den Verhältnissen vor Ort nicht gewachsen. Frustration entlädt sich in Gewalt. Immer wieder kommt es zu schweren Misshandlungen. Wir wissen aus der kompletten historischen Forschung, dass keine einzige gesellschaftliche Gruppe davor gefeit worden ist, bei solchen Dingen mitzumachen. Das wirft eine gravierende Frage auf. Und die Frage lässt sich eben nicht damit beantworten, dass es spezifischer, psychologischer oder biografischer Dispositionen bedarf, sondern die Situation und der Prozess der Gewalt sind viel wichtiger dafür, wofür sich jemand entscheidet. Und Menschen können sich innerhalb ganz erstaunlich kurzer Zeit für Dinge entscheiden, von denen sie noch zwei Wochen vorher gesagt hätten, das würde ich doch niemals machen. Wie grausam sich der Konflikt entwickeln wird, liegt zu Kriegsbeginn noch außerhalb der Vorstellungskraft der meisten Soldaten. Am 27. Juni 1941 heiratet in Berlin-Zehlendorf ein Wehrmachtsoffizier seine Braut. Kurz vor dem Abmarsch in den Osten scheint er voller Optimismus in die Zukunft zu sehen. Übermütig winken die frisch vermählten vom Geranien bepflanzten Balkon. In ihrem bevorstehenden Fronteinsatz sehen viele deutsche Soldaten keine große Gefahr. Man kann aus Briefen und Tagebüchern lesen, dass die Männer zu dem Zeitpunkt, also im Frühjahr Sommer 41, ein total positives Selbstbild von sich haben. Also in Eroberungsstimmung sind, davon ausgehen, dass sie diesen Feldzug auch schnell gewinnen werden, dass diese Männer eben sehr von sich überzeugt sind, sehr begeistert, eigentlich erwartungsvoll, abenteuerlustig. Viele freuen sich darauf, das fremde Territorium zu sehen, betrachten das auch als ein touristisches Abenteuer. Auch ihr Führer ist siegesgewiss. Um die bisher eher verhaltene Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung im Reichsgebiet anzufachen, wollen Hitler und sein Propagandaminister die Soldaten selbst einspannen. Sie sollen ihren siegreichen Vormarsch dokumentieren. Der Diktator plant, die deutschen Truppen nicht nur mit Gewehren zu bewaffnen, sondern auch mit optischen Geschützen. Es gab explizit zu Beginn des Krieges die Aufforderung von Hitler und auch von Goebbels im Sinne der Propaganda, dass eben auch die Soldaten für die Volksgemeinschaft diesen Krieg dokumentieren mögen. Ganz wichtig war das Einbeziehen der Amateurfotografie, der Knipserfotografie, um eben die Volksgemeinschaft auf diese Ideologie hinzubringen. Das Bild sollte ein zusätzlicher Austausch zu der normalen Feldpost sein, um die Beziehung zwischen Front und Heimat zu befördern. Die Kameraindustrie hat ihr Übriges dazu getan, die Entwicklung der Kleinbildkamera, der Kleinbildfilme. All dies beförderte das eigentlich in entscheidendem Maße, sodass die Soldaten vielfach mit den kleinen Kameras in der Tasche loszogen in die zu besetzenden Länder. Etwa jeder zehnte Soldat besitzt zu dieser Zeit eine eigene Kamera. Tausende begeisterte Amateurfotografen beginnen, sich ein eigenes Bild vom Krieg zu machen. Nicht nur mit dem Fotoapparat sind sie unterwegs, auch zahllose 16mm Filme werden gedreht. Doch festgehalten wird nur, was man sehen will und woran man sich erinnern möchte. Und das sind meist beschauliche Bilder aus der Etappe, von fröhlichen Kameraden oder idyllischen Marschpausen. Die spezielle Situation im Kampfgeschehen, auch der Soldatenalltag beim Vormarsch und an der Front und während der Besatzungszeit. All das war
für die Soldaten neu und darstellungswürdig. Und sie haben vielfach fotografiert für die Familie zu Hause, für die Mütter, Ehefrauen, um zu zeigen, vorrangig, dass es ihnen gut ging, dass sie nicht in Gefahr waren. Und das Zweite war natürlich dieser Eroberungswille, den zu dokumentieren und darzulegen in diesen unendlich vielen kleinen Fotos. Es ging um die Eigendarstellung, um die Eigenwahrnehmung und die Selbstbestätigung über das Bild. Das findet sich vielfach in den unendlich vielen Porträtfotos und auch der Kameraden, der Gruppenfotos, immer wieder, immer wieder. Grundsätzlich gilt schon, dass diese ganzen Millionen, wahrscheinlich milliardenfachen kleinen Bildchen zeigen, wie der Krieg gesehen wurde, aber nicht wie er war. Die Volksgemeinschaft an der Heimatfront verdrängt die Gefahren des Krieges. Im Hamburger Park Planten und Blumen werden die Beutewaffen ausgestellt. Die Schau Wehr und Sieg findet regen Zulauf. Der Krieg wird zum Wochenendvergnügen. Auch Familie Henkel nutzt das Juliwetter zur Besichtigung sowjetischer Jagdflugzeuge und Bomber. Vater Hans filmt den sonntäglichen Familienausflug mit Frau Wilhelmine und den Kindern Karin und Hans Olaf. Die Deutschen fühlen sich sicher. Das Kampfgeschehen spielt sich in weiter Ferne ab. Zu sehen bekommt man nur die sorgsam präparierten Trophäen der Sieger. Doch nicht alle blicken so sorglos in die Zukunft. Wir wissen, dass nach den Stimmungsberichten aus der Bevölkerung doch da eher die Besorgnis groß war, dass der Krieg sich in die Länge zieht. Ein Blick auf die Landkarte konnte eben zeigen, dass Russland ein riesiges Gebiet ist bis Wladiwostok und dass ja hier eine zweite Front aufgemacht worden ist, von der man nicht wusste, wie das ausgeht. Bei aller Zuversicht und nach den ersten Siegen im Juni, Juli, August während der Sommerschlachten, war ein gewisses Selbstvertrauen dann entstanden. Auf ihrem Vormarsch werden die deutschen Soldaten in einigen Landesteilen freundlich empfangen. Vor allem in der Ukraine, im Baltikum und in Teilen Weißrusslands hofft die Bevölkerung nach dem Ende des stalinistischen Terrors auf bessere Zeiten. Jenseits der Landesteile, die sie als Befreier begrüßen, begegnen die Soldaten einem Krieg bisher ungekannter Härte. Viele Rotarmisten ergeben sich der angreifenden Übermacht nicht. Sie verschanzen sich in Gehöften und Dörfern, greifen Versorgungstrupps und Einzelfahrzeuge an. Oftmals tauchen Scharfschützen im Rücken der deutschen Truppen auf. Sehr bald stellte sich heraus, dass man sich Kilometer für Kilometer durch Russland emporkämpfen musste. Man war auch erfolgreich, aber das Neue waren die enormen Opfer, die man hatte. Denn die Russen kämpften für ihr Land und zwar sehr opferbereit für ihr Land. Nicht immer und nicht alle, aber die deutschen Verluste waren doch sehr hoch, weil sehr viele sehr hart und sehr tapfer kämpften. Und das war ein neuer Krieg, ein Krieg, den man noch nicht erfahren hatte. Ein grausamer Krieg sozusagen, weil die Soldaten nun in Nahkämpfe gehen mussten, im Wald kämpfen mussten, im Gelände kämpfen mussten, das waren sie nicht gewohnt. Und damit veränderte sich ihr Bild des Krieges. Es war eine unheimliche Art, in diesen Wäldern Krieg zu führen. Eine unheimliche Kultur, auf die man stieß. Und das machte den Soldaten durchaus Angst. Oder sie fragten sich, stimmt denn das, dass die Russen unterlegen sind, dass sie fertig sind, dass dieses System zusammenbricht? Und sie merkten, je länger der Krieg dauert, das stimmt nicht. Auf ihrem Vormarsch in Richtung Moskau stoßen die Deutschen auch bei Smolensk auf harten Widerstand. In erbitterten Straßenkämpfen dringen unsere Truppen am 16. Juli in die Stadt ein. Zwei Wochen lang behauptete die sowjetische und britische Lügenpropaganda, Smolensk befinde sich noch in bolschewistischer Hand. Zwei Monate vergehen, bevor die deutschen Truppen die Schlacht endgültig für sich entscheiden können. Wertvolle Zeit, die die Rote Armee nutzt, um die Verteidigung Moskaus vorzubereiten. Die Bilder der Wochenschau-Kameramänner zeigen hingegen nur den schnellen Vormarsch der Truppe.
300.000 Sowjetsoldaten werden im Kessel von Smolensk eingeschlossen. Ein Großteil der Rotarmisten gerät in Gefangenschaft. Die Nazi-Propaganda stigmatisiert sie zu hinterhältig angreifenden Untermenschen. Mitleidlos pferchen die Wehrmachtssoldaten sie auf engstem Raum zusammen. Goebbels' Manipulationen zeigen Wirkung. In seiner bösen Genialität hatte Goebbels erkannt, dass Hass allein nicht reichte. Was man verbinden musste, waren Hass und Angst. Man könnte sagen, Hass war der Sprengstoff und Angst der Zünder. Goebbels wusste, dass das Unterdrücken von Angst einen der unberechenbarsten Gefühlszustände überhaupt hervorruft. Und das war sehr effektiv im Hinblick auf die Soldaten, die ihren Feind entmenschlichen und absolut unbarmherzig auf ihn reagieren sollten. Nicht kaltblütig, sondern voller Hass und Angst. Es war tatsächlich eine äußerst explosive und sehr emotionale Mischung. Die Soldaten werden sogar per Befehl zum Mord an politischen Kommissaren angehalten. Der für die Kriegsgefangenen völkerrechtlich geltende Schutz findet auf sie keine Anwendung, heißt es wörtlich. Sie sind grundsätzlich sofort mit der Waffe zu erledigen. Damit sind die letzten Skrupel der Soldaten bereits vor Beginn des Feldzuges ausgeräumt worden. Widerspruch regt sich nicht. Es hat gegen den Kommissarbefehl erstmal leider keinen geschlossenen Protest der Generalität gegeben. Das ist eine Tatsache. Die zweite Tatsache ist, dass der Kommissarbefehl flächendeckend umgesetzt worden ist von nahezu allen Divisionen des Ostheeres. Auch mit der Zivilbevölkerung haben die Soldaten wenig Mitleid. Die Heeresführung sieht in der verarmten Gesellschaft vor allem eine Bedrohung, die Sicherheits-, Ernährungs- und Seuchenprobleme in sich birgt. Für sie ist im neuen deutschen Lebensraum kein Platz vorgesehen. Im besetzten Smolensk stehen 50.000 deutsche Soldaten 37.000 Einwohnern gegenüber. Viele von ihnen werden deportiert zur Zwangsarbeit im Reich. An der Front erzielen unterdessen vor allem die Panzertruppen große Erfolge. Ein Amateurfilm zeigt das Panzerregiment 6, einen Teil der Gruppe unter dem Oberbefehl von General Guderian, das nach der Schlacht um Smolensk weiter auf dem Vormarsch im Bereich der Heeresgruppe Mitte ist, Ziel Moskau. Eigentlich sollte die sowjetische Hauptstadt im August bereits erobert sein, doch Ende des Monats ist der Durchbruch noch immer nicht erreicht. Im deutschen Oberkommando des Heeres macht sich Nervosität breit. Die bewährte Strategie droht diesmal nicht aufzugehen. Und der Winter rückt näher. Die Kriege vor 1941 waren alle keine geplanten Blitzkriege, aber sie wurden zu Blitzkriegen. Das heißt, die Deutschen haben Polen, Frankreich, Norwegen, Jugoslawien sehr schnell erobert. Und sie haben vor allen Dingen diese Länder ohne sehr harte Kämpfe erobert. Nahkämpfe, Häuserkämpfe, Stadtkämpfe, all das gab es nur in sehr geringem Ausmaß. Deswegen waren die Verluste auch vergleichsweise niedrig. Die Erfahrung war, wir greifen an, wir schlagen eine Schlacht, dann ergeben sich die Gegner. Mit dieser Erwartung ging man nach Russland. Das machten auch sehr viele, aber sehr viele eben auch nicht. Man war es nicht gewohnt, dass man nach der taktischen Schlachtentscheidung die Soldaten vorfand, die weiterkämpften, die man sozusagen einzeln totschlagen musste, die einen auch selber sozusagen im Nahkampf bekämpften. Das waren alles Kampfesgewohnheiten, die es so nicht gab, die neu waren für diese Soldaten und die dann auch dazu führten, dass sich die Soldaten selber radikalisierten. Die sagen, sehr bald nach dem 22. Juni 1941 haben wir eine Gewaltspirale, die sich sehr schnell nach oben dreht. Und das führt dann zu Zitaten, dass Generäle etwa sagen, es herrschen Sitten und Gebräuche wie im 30-jährigen Krieg.